Hallo ihr da draußen und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich riesig, dass ihr heute wieder mit dabei seid, denn ich möchte euch heute zum zweiten Tag des Halloween-Countdowns auf BookTube begrüßen. Wie die meisten von euch wissen, liebe ich alles, was mit Herbst und Halloween zu tun hat. Ich bin ja totales Herbst- und Winterkind. Und Halloween ist mein liebster Feiertag, daher freue ich mich noch umso mehr, dass ich hier ein Video dazu beisteuern kann. Es werden ganz, ganz, ganz viele tolle Videos in den nächsten Tagen erscheinen. Das erste ist schon erschienen, nämlich gestern. Ich habe euch den kompletten Fahrplan mit den Kanälen unten in der Infobox verlinkt. Also ihr findet dort alle Kanäle chronologisch aufgelistet und den Link, wie ihr zum Kanal kommt. Und außerdem wird es eine Playlist geben, die halt dann täglich immer weiter anwächst. Und auch die verlinke ich euch. Für mein Video habe ich ein bisschen in den Buchtrend zur dunklen Jahreszeit gestöbert und bin dabei über einen gestoßen, der im englischsprachigen BookTube sehr, sehr präsent ist, aber im deutschsprachigen irgendwie hatte ich das Gefühl, ist es mir kaum über den Weg gelaufen bisher. Und ich dachte mir, das passt aber so wundervoll in die Herbst- und Halloween-Zeit, dass ich einfach ein Video darüber machen wollte. Und zwar rede ich von Dark Academia. Ja, was ist Dark Academia eigentlich? Und zwar ist das so eine ästhetische Bewegung in den sozialen Medien, die höhere Bildung, Lyrik, das Schreiben an sich, Kunst, klassische Kulturen und Ähnliches in den Mittelpunkt rückt. Die gibt es schon seit ein paar Jahren, aber erst in den letzten anderthalb Jahren hat sich das halt durch diverse Social Media Accounts sehr vergrößert und ist fast schon so zu einer richtigen Subkultur geworden. Und oft wird Dark Academia in Zusammenhang mit dem typischen Kleidungsstil von Eliteschulen und Universitäten zusammengebracht, also so Tweed-Jackets, Anzüge, Hemden und Blusen, Polunder, Tartanröcke, dazu auch noch alles so in gedeckten Farben wie zum Beispiel Schwarz, Braun, Rot, Grün und auch Grau, manchmal Weiß und in Ausnahmefällen auch mal so Navy-Blau und halt so angelehnt an die Herbstfarbpalette. Deswegen passt das auch so wunderbar hier in diese Reihe rein. Die Farben sind also angelehnt an diese Herbstfarbpalette und auch die Stimmung an sich passt ganz gut dazu. Das merkt man auf vielen Bildern, die auch auf Social Media dazu gepostet werden bei Dark Academia, dass diese Stimmung so herbstlich, so ein bisschen grau, so ein bisschen neblig, düster und doch aber auch ein bisschen kuschelig ist, also sehr atmosphärisch. Und Herbst an sich ist dadurch auch ein zentrales Thema, besonders auch diese leicht gruselige Atmosphäre und eben auch der Vergänglichkeitsaspekt, den der Herbst nun mal so mit sich bringt. In manchen Punkten wird Dark Academia auch gern mit Gothic verglichen, nicht nur als ästhetisches Phänomen, sondern etwas, das sich halt zum Lebensstil entwickelt, also zu einer Subkultur. Außerdem auch die zentrale Thematisierung von Vergänglichkeit und Tod, sei es halt durch die Verbindung, die ich schon angesprochen habe, durch den Herbst als Vergänglichkeitsmotiv oder auch durch die gelesene Literatur, die halt oft Klassiker und auch gerade im Bereich der Gothic Novels zu finden sind, wie zum Beispiel halt das Bildnis des Dorian Gray. Wir haben schon immer im Schloss gelebt, ist auch so ein Beispiel von Shirley Jackson und noch ganz viele mehr. Außerdem wird an sich viel philosophiert über den Tod, die Liebe, das Verlangen, Sehnsucht und das Leben an sich. Intelligenz wird dabei sehr hoch angesehen, aber auch gleichzeitig dieses Gebrochene, das Spannungsgeladene, das oft in der Literatur bei sehr intelligenten Menschen zu finden ist. Und ich möchte euch in diesem Video so ein paar Bücher vorstellen, die entweder direkt mit dem Dark Academia-Thema zu tun haben, also die genau das verkörpern, oder aber auch welche, die im weitesten Sinne diese Atmosphäre sehr gut einfangen. Ich werde mich dabei nicht auf die Klassiker konzentrieren, also zu Klassikern im großen Bereich werde ich, denke ich mal, noch ein extra Video machen, aber hier soll es wirklich rein um dieses Dark Academia-Thema gehen, und zwar in der moderneren Literatur. Ich habe dabei eine sehr bunte Mischung an Büchern hier zusammengetragen, also alle in dem Thema, aber es sind welche dabei, die ich entweder gerade lese, schon gelesen habe oder noch lesen möchte. Es sind sowohl, Jugendbücher im weitesten Sinne, also ich würde die schon eher für
ältere Jugendliche einsortieren, als auch normale belletristische Literatur mit dabei. Ich habe auch noch welche, die im weitesten Sinne halt nur dazugehören, weil sie nur am Anfang zum Beispiel genau in das Schema passen und dann am Ende sich woanders hin entwickeln oder weil sie einfach diese Atmosphäre so wahnsinnig gut rüberbringen. Und ich würde sagen, dadurch, dass mein Bücherstapel hier wirklich recht hoch ist, fangen wir doch einfach mal an. Und als erstes möchte ich euch die, fast schon, ich würde es mal sagen, Mutter der Dark Academia Romane vorstellen, nämlich die geheime Geschichte von Donna Tartt. Das Buch wird wahrscheinlich vielen im Begriff sein, das ist ja auch schon eine Weile auf dem Markt, das ist 1992, glaube ich, das erste Mal erschienen. In die geheime Geschichte treffen wir auf Richard Papen. Richard ist recht jung und ist schon am College gewesen. Er hat dort unter anderem Griechisch studiert und stellt dann fest, dass er aber auf dem College, wo er ist, in Kalifornien, nicht ganz so glücklich ist und er auch mit seiner Familie nicht so wirklich kann. Und deswegen bewirbt er sich aus einem Impuls heraus mit einem auf ein Stipendium in Hampton, also im College Hampton in Vermont. Und er wird dann dort angenommen. In Hampton angekommen, ist es aber nicht so einfach, seine Studien fortzuführen. Also er schreibt sich dann in englische Literatur und solche Sachen ein und bekommt einen Studienberater zugewiesen. Doch leider klappt das alles nicht so, wie er sich das denkt. Also er ist da schon irgendwie glücklich und macht jetzt sein Ding. Also er freut sich auf alle Fälle, dass er von seiner Familie weg ist. Und er trifft dann aber bald auf eine Gruppe von jungen Leuten, 5 Stück an der Zahl, die so ein bisschen außerhalb der Studentengemeinschaft funktionieren und leben und die sich alle durch eins auszeichnen. Sie haben exklusiven Unterricht bei Julian Morrow. Und Julian ist ein Professor, der unter anderem Altgriechisch unterrichtet, aber auch andere Fächer und der immer nur eine sehr begrenzte Studentenanzahl aufnimmt. Und Richard hat sich dann zum Ziel gemacht, dass er dort unbedingt mit dabei sein möchte. Denn er hat ja Griechisch studiert und warum sollte er das da nicht auch können? Und er schafft es dann irgendwie, sowohl Julian als auch die anderen 5 Studenten so von sich zu überzeugen, dass er in diese Gruppe aufgenommen wird. Doch er stellt fest, dass die nicht nur Griechisch zusammen lernen. Die haben einen recht ausschweifenden Lebensstil, was jetzt zum Beispiel Alkohol angeht. Und bald lässt er sich auch mit in diesen Stil reinziehen. Doch je weiter er in diese Freundesgruppe etabliert wird, desto mehr bemerkt er, dass an der Oberfläche halt alles toll zu sein scheint, aber unten drunter sehr, sehr viele Geheimnisse liegen. Davon ist eines enorm dunkel und das zieht auch ihn bald in einen fast schon mörderischen Sog. Ja, was genau hier drin passiert, ich bin auch sehr gespannt, denn ich habe schon sehr viel Gutes über dieses Buch gehört, aber auch nicht so Gutes, zugegebenermaßen, denn so ein bisschen spaltet es die Gemüter. Ich bin, so 140, 150 Seiten weit. Das ist nicht viel bei dem Buch, denn das hat 700. Das sieht gar nicht so dick aus, aber es hat sehr dünne Seiten. Ich freue mich trotzdem sehr, denn die Stimmung ist schon wunderbar und passt richtig gut, denn es ist sehr herbstlich gerade bei dem, was hier passiert. Und es ist bisher nicht ganz so düster, wie ich es erwartet habe. Denn ich habe vorher schon noch ein anderes Buch in der Richtung diesen Monat gelesen und irgendwie erschien mir das düsterer. Ich weiß auch nicht warum. Zudem komme ich dann aber noch. Bisher gefällt es mir aber ganz gut. Es liest sich sehr gut weg und ich freue mich schon drauf, weiter in diese Geschichte zu versinken und mal so herauszufinden, warum genau dieses Buch als Grundlage quasi für Dark Academia genannt wird. Ein weiterer Titel, den wahrscheinlich recht viele von euch kennen werden, vielleicht nicht unbedingt als Buch, aber bestimmt als Film, ist Dead Poets Society, hier in der Buchform von N.H. Kleinbaum. Das ist die Buchausgabe zu dem Film, also der Film war vorher da. In Deutsch heißt das Ganze Der Club der Toten Dichter und wurde verfilmt 1989, glaube ich, 1990 mit Robin Williams in der Hauptrolle. Und zwar befinden wir uns in diesem Buch an der Welton Academy, in der der neue Englischlehrer John Keating kommt. Und Keating ist ein sehr charismatischer Mensch, hat aber eine,
eine unkonventionelle Weise zu unterrichten. Er hat es nicht so mit Autoritäten an sich, obwohl er selber Lehrer ist. Und er fordert seine Studenten halt immer dazu auf, den Tag zu nutzen, das zu nutzen, was ihnen wichtig ist und ihr Leben zu leben und Erfüllung zu finden. Das geht nicht ganz so konform mit den Regeln, die diese Schule hat, denn die ist wirklich sehr traditionell englisch. Und ein paar der Studenten sind von ihm so inspiriert, dass sie eine alte Geheimgesellschaft bzw. einen alten Club wieder aufleben lassen wollen, nämlich die Dead Poets Society. Unter anderem halt aus der Liebe zur Lyrik und Literatur heraus. Sie wollen halt dadurch auch das machen, was sie gerne tun, und sie wollen halt auch rausfinden, wer sie wirklich sind und wie sie frei denken können. Dass die Schule das natürlich nicht tolerieren möchte und diese Rebellen mundtot machen möchte, ist schon irgendwo klar. Und das Ganze artet dann zu einem sehr großen Konflikt mit ziemlich tragischen Konsequenzen aus. Ja, den Film habe ich auch gesehen und ich mochte auch dieses kleine Büchlein. Das ist hier die irgendeine englische Schulausgabe, die ich mir mal geholt habe. Ich mochte das damals wirklich sehr gern. Und es passt halt auch wunderbar in dieses Dark Academia-Thema. Mit dem nächsten Buch bewegen wir uns ein bisschen in den Jugend-Fantasy-Bereich. Und zwar habe ich euch den Auftakt einer Buchreihe mitgebracht, bei der zweite Band jetzt gerade vor kurzem erschienen ist. Es handelt sich dabei um Scholomance, Deadly Education von Naomi Novik. Auf Deutsch heißt das Ganze auch Scholomance. Ich habe den Untertitel nur leider vergessen, denn ich habe nur die englische Ausgabe hier. In diesen Büchern begleiten wir Galadriel. Galadriel, kurz L genannt, geht auf eine sehr ungewöhnliche Schule, um es mal ganz ehrlich zu sagen. Es ist eine magische Schule und alle Schüler sind auch Magier. In dieser Schule ist es nicht so, wie man das so kennt, denn diese Schule unterrichtet seine Schüler quasi selbst. Es gibt dort keine Lehrer und keine Erwachsenen, sondern nur die Schüler. Diese haben ein recht schweres Leben, denn diese Schule wird außerdem noch von Monstern bevölkert. Und diese Monster wollen nichts lieber, als die einzelnen Schüler genüsslich auffressen. Das Ziel der Schüler ist also quasi zu überleben und gleichzeitig auch ihre Schulbildung irgendwie fertig zu bekommen, denn Noten bekommen sie trotz alledem. Und die Abschlussprüfung besteht darin, sich durch einen kompletten Festsaal voller Monster zu kämpfen und dann wieder in die Welt hinausgelassen zu werden, denn diese Schule existiert in so einer Blase quasi im Universum und ist dort komplett abgeschottet von allem. Elle ist eine ungewöhnlichere Schülerin, denn sie hat es eigentlich nicht so mit sozialen Sachen und sie ist recht eigenbrötlerisch und einzelgängerisch und sie hat auch noch eine etwas verwirrende Gabe, sagen wir es mal so, denn Elle ist mit Zerstörungsmagie gesegnet, beziehungsweise mit Magie, die mit Massenmorden am besten kompatibel ist. Und ihre Magie will ihr halt in dem Sinne eigentlich die meiste Zeit sagen, wie man am besten Menschen umbringt oder Dinge tötet. Das will sie aber eigentlich unterdrücken, denn sie möchte nicht so ein Mensch werden. Und die Schule macht es ihr aber auch nicht leicht, denn diese Schule ist darauf programmiert, quasi den Schülern genau das beizubringen, was am besten zu ihrer Begabung passt. Also möchte sie Elle quasi zur Massenmörderin ausbilden. Und wir begleiten hier Elle in ihrem ersten Jahr an der Schule und dann die nächsten Bücher bauen dann quasi immer darauf auf. Ich habe den letztes Jahr gelesen und ich war recht begeistert davon. Mir hat es wirklich ziemlich Spaß gemacht. Elle ist zwar eine ziemlich schwierige Protagonistin, die echt nicht einfach ist und bei der es auch wirklich nicht einfach ist, mit ihr klarzukommen als Leser, aber mich hat diese Schule enorm fasziniert. Es ist ordentlich düster und brutal für ein Jugendbuch, aber gerade das mag ich ja ganz gern. Und auch die Magie, die hier angesprochen wird und wie die dargestellt wird, die hat mir richtig gut gefallen. Und deswegen werde ich hier in dieser Buchreihe auch weiterlesen und freue mich da schon bald, den zweiten Band zur Hand zu nehmen. Dann kommen wir zu einem Buch, das ich auch
glaube ich, letztes Jahr las und das eines meiner Jahreshighlights war. Und ein Buch, das auch ziemlich gespaltene Meinungen hervorruft. Und zwar ist die Rede von Lieber Duos, Ninth House oder das Neunte Haus. Es ist auch schon im Deutschen erschienen, hat ein ähnliches Cover, würde ich sagen. Und es ist ein ganz anderes Buch, als man sonst von Lieber Duo gewöhnt ist. Das Grishaverse ist ja recht groß und doch ziemlich schillernd, würde ich sagen. Und ist eine High-Fantasy-Welt. Und hier haben wir fast das komplette Gegenteil. Wir haben hier eine Urban Fantasy Horror Mystery Thriller Mischung, die ein bisschen ungewöhnlich daherkommt. In diesem Buch begleiten wir Galaxy Stern, kurz Alex genannt, die eigentlich kein so gutes Leben hat. Ihre Mutter ist recht schwierig und sie ist auf die schiefe Bahn geraten, hat Drogen genommen und ihre beste Freundin ist gestorben und sie wurde auch fast umgebracht. Und als sie da im Krankenhaus liegt und dort aufwacht, wird sie urplötzlich von dem Dekan der Yale-Universität angesprochen, ob sie denn nicht an seine Schule kommen möchte. Alex versteht die Welt nicht mehr, denn sie ist nur absolut kein Yale-Material und sie hat auch keine Abschlüsse, die sie dafür irgendwie qualifizieren. Doch sie hat etwas anderes. Alex kann Geister sehen und das möchte man in Yale gern nutzen. Denn Yale fußt auf den sogenannten neuen Häusern. Das sind Studentenverbindungen bzw. Verbindungen, die dann noch viel weiter reichen, denn die Alumni davon sind enorm einflussreiche und erfolgreiche Menschen, die alle auf alter Magie beruhen. Und diese Magie der einzelnen neuen Häuser hat bestimmte Auswirkungen und ist auch auf bestimmte Fachrichtungen, würde ich jetzt mal sagen, ausgerichtet. Zum Beispiel gibt es da Börsenmakler, die die Börsenkurse aus den Eingeweiden von Opfern lesen. Das Problem an dieser ganzen Ritualmagie ist aber, dass die halt auch mal aus dem Ruder laufen kann, weil das reine Macht ist und Menschen gerne Macht haben. Und auch, dass Ritualmagie grundsätzlich Geister anzieht. Und Geister können sehr gefährlich werden, wenn die durch eine dünne Schicht in unsere Welt kommen und die können sehr viel Unheil anrichten. Und Alex soll ins neunte Haus eingeführt werden. Das ist das Haus, was am wenigsten beliebt ist, denn das sind sozusagen die Aufpasser für alle anderen Häuser und für deren Rituale. Voraussetzung ist aber eigentlich, dass sie einen Trank zu sich nehmen, der ihrer Gesundheit nicht ganz förderlich ist, um halt Geister sehen zu können. Und Alex ist die Einzige, die das nicht muss. Deswegen soll sie dort aufgenommen werden. Und dabei wird sie einem Mentor zugewiesen, Darlington, der, der heißt eigentlich Daniel Arlington, kurz Darlington, der halt vor ihr der Schüler des neunten Hauses war. Und die beiden sollen halt schauen, dass das alles doch mit rechten Dingen zugeht. Doch dann geschehen ein paar Dinge gleichzeitig. Darlington verschwindet auf einmal urplötzlich und keiner weiß wohin. Und ein Mädchen wird umgebracht auf dem Campus. Die Polizei denkt, dass es ein einfacher Mord war. Alex vermutet eher, dass es was mit den Ritualen der einzelnen Häuser zu tun hat. Doch was genau, das weiß sie noch nicht und das muss sie erst herausfinden. Und so verstricken sich dann diese beiden Ereignisse immer weiter miteinander und Alex ist da schon bald in einem Strudel voller Intrigen, dunkler Magie und Geistern gefangen, der es ganz schön in sich hat. Ich mochte das Buch wahnsinnig gern, denn mir hat die Atmosphäre enorm viel Spaß gemacht. Es ist düster, es ist brutal, es ist moralisch in einer kompletten Grauzone angesiedelt und es gerade auch diese Ritualmagie, die so alt und wirklich dunkel ist, das war für mich einfach toll zum Lesen. Ich hatte zwar auch manchmal ein bisschen zu kämpfen, aber das hat mir nichts ausgemacht. Ich mag Bücher, die mich an meine Grenzen bringen können, die mich herausfordern und die mich gerade durch diese Atmosphäre gut beeindrucken können. Alex ist ebenfalls wie Elle in dem vorherigen Buch auch eine recht schwierige Protagonistin, mit der man nicht ganz so einfach klarkommen kann, aber wer mir schon eine Weile zuhört, weiß, dass ich nicht unbedingt sympathische Protagonisten brauche, um sie zu mögen. Und ja, ich habe das Buch
sehr gemocht und ich hoffe so sehr, dass es hier bald weitergeht in der Reihe, denn der zweite Teil ist, glaube ich, noch nicht angekündigt. Ich hoffe, dass der bald kommt. Dann kommen wir zu einem Buch, das ich jetzt gerade erst vor kurzem beendet habe, nämlich gestern, glaube ich sogar. Und auf das bin ich auf einigen englischen BookTube-Kanälen aufmerksam geworden, die das im Bereich Dark Academia wirklich sehr gelobt haben. Und ich kann auch wirklich verstehen, warum. Es handelt sich um A Lesson in Vengeance von Victoria Lee. Das ist, glaube ich, nicht ganz das einzige Buch. Eins der beiden Bücher, die ich euch jetzt zeigen werde, die bisher nur im Englischen erschienen sind. Ich hoffe ganz arg, dass das übersetzt wird. Also da würde ich mich sehr viel drüber freuen, wenn das noch im Deutsch erscheinen würde. Aber es ist gerade erst auf Englisch erschienen, also wird das wahrscheinlich vielleicht noch eine Weile dauern. Ich hoffe, es kommt überhaupt. In diesem Buch begleiten wir Felicity Morrow. Felicity ist gerade 18 geworden und kommt nach einer einjährigen Auszeit wieder an das Mädcheninternat Dalloway zurück. In Dalloway ist es so, dass die Schülerinnen, die dorthin gehen, in einzelne Häuser eingeteilt werden, die noch so einen speziellen Schwerpunkt meistens mit sich bringen. Und Felicity war schon vor ihrer Auszeit Schülerin des Godwin-Hauses. In Godwin wohnen nur 5 Schülerinnen immer, also es ist quasi das elitärste Haus dieser ganzen Schule. Und das, was die Schülerinnen in Godwin auszeichnet, ist ihre enorme Liebe, fast schon Obsession zur Literatur. Felicity ist eine davon. Sie war in diesem Jahr, in dem sie eine Auszeit genommen hatte, damit beschäftigt, oder sie ist immer noch damit beschäftigt, einen Trauerfall irgendwie zu verarbeiten, denn ihre beste Freundin Alex ist gestorben. Die war auch Schülerin des Godwin-Hauses und sie ist unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen. Felicity hat das Gefühl, dass sie immer noch von Alex' Geist irgendwie heimgesucht wird. Denn die Dalloway-Schule ist dafür bekannt, dass sie, naja, ein klein wenig mysteriös ist. Denn die Gründerin der Schule war eine Nachkommin der Hexen von Salem. Und ihre eigene Tochter wurde dann der Hexerei angeklagt. Denn es gibt die Legende um die 5 Dalloway-Hexen. Da ist unter anderem die Tochter der Gründerin mit dabei gewesen und diese 5 lebten in Godwin House und sie waren als Hexen verschrien, weil sie unter anderem eine Seance abgehalten haben, die augenscheinlich ein klein wenig schief gegangen ist, denn kurz darauf war eine von ihnen tot. Die anderen wurden verdächtigt, aber es ist nie wirklich rausgekommen, was da passiert ist. Doch dann innerhalb der nächsten 2 Jahre auf den Tag genau waren alle 5 tot. Was es genau mit Hexerei zu tun hat und wie die Geschichte der Dalloway-Hexen mit der von Felicity zusammenpasst und was die neue Mitschülerin Alice Haley, ihres Zeichens sehr erfolgreiche Schriftstellerin schon mit ihren 17 Jahren, damit zu tun hat, das erfahren wir alles in diesem wunderbaren Buch. Das ist auch ein Einzelband, glaube ich zumindest. Zumindest war das Ende für mich so, dass es ein sehr guter Einzelband ist. Und was war das für ein tolles atmosphärisches Buch? Also hier hatte mich die Atmosphäre ja komplett eingenommen. Es ist düster, so leicht spooky und so ein bisschen gruselig, aber auch wieder nicht so richtig. So dieses leichte Gänsehaut-Feeling, das konnte das Buch richtig gut. Man hat hier ganz viel Schulsachen mit dabei, ganz viel Liebe zur Literatur und auch ganz viele Erwähnungen von alten klassischen Romanen. Doch was hier sehr interessant ist, ist erstens mal, dass wir hier ein LGBTQ+ Buch haben, das auch von einer Own Voices Autorin geschrieben wurde. Und zusätzlich noch, dass es hier keinerlei männliche Repräsentation in diesem Buch gibt. Es gibt hier wirklich nur eine rein weibliche Repräsentation. Das heißt, wir treffen dort auch wirklich nur auf Frauen. Es werden keine Männer erwähnt, weder in den literarischen Anleihen noch sonst wie anders. War für mich interessant zu lesen und ich habe das am Anfang gar nicht mitbekommen, bis mir das irgendwann mal gegen Ende des Buches aufgefallen ist, dass ich mir hier noch nie einen Mann über die durch die Zeilen durchgelaufen ist. Ich fand es richtig gut gemacht. Es ist so eine Mischung aus Murder Mystery mit Hexenschule.
das hatte so ein richtig tolles Feeling. Die Todesfälle, die hier drin vorkommen und auch diese beiden Zeitebenen werden wirklich gekonnt miteinander verwoben und man weiß irgendwann nicht mehr, was Wirklichkeit ist und was nicht Wirklichkeit ist. Und man weiß auch die ganze Zeit nicht, ob diese Hexerei hier drin wirklich existiert oder nicht. Es ist einfach wundervoll gemacht und wer Englisch liest, der sollte sich das Buch wirklich unbedingt mal genauer angucken. Es ist im Jugendbuchbereich einsortiert. Wie gesagt, ich hoffe sehr, dass dieses Buch bald in Deutsch erscheinen wird. Die nächsten drei Bücher, die ich euch vorstellen möchte, habe ich auch schon gelesen. Und das sind die, bei denen ich sagen würde, dass die im weitesten Sinne zur Dark Academia gehören könnten, wenn man denn diese Atmosphäre haben möchte, aber nicht unbedingt nur sich die ganze Zeit an einer Schule befinden möchte. Das erste Buch in dem Bereich habt ihr auch schon ganz oft bei mir auf dem Kanal gesehen und es passt aber trotzdem dennoch sehr gut in dieses Video rein. Und zwar ist es Vicious von V.E. Schwab. Das hier ist auch die englische Ausgabe, ist auch schon auf Deutsch erschienen, unter demselben Titel. Und in diesem Buch geht es um Victor Vale und Eli Ever. Eli und Victor sind Studenten an einer recht renommierten Schule, Medizinstudenten, und sie sollen ihre Abschlussthese schreiben. Eli hat sich darauf versteift, einer Urban Legend nachzujagen. Und bei dieser handelt es sich um die sogenannten Extraordinaries, also die Extraordinären bzw. EOs. Dieses sind Menschen, die mit Superkräften ausgestattet sind. Und Eli möchte gerne herausfinden, wie das passieren konnte. Er kommt bald auf die Spur, dass diese Menschen eins gemeinsam haben, nämlich eine Nahtoderfahrung. Und dass sie nach dieser Nahtoderfahrung auf einmal diese Kräfte aufwiesen. Eli und Victor kommen dann auf die grandiose Idee, dass sie das selber auch haben wollen und bringen sich gegenseitig an den Rand des Todes. Sie überleben das Ganze und kommen mit Kräften zurück. Wir treffen aber die beiden dann erst 10 Jahre später wieder, und zwar nämlich zu der Zeit, als Victor gerade frisch aus dem Gefängnis ausgebrochen ist und nichts Besseres zu tun hat, als sich an Elis Fersen zu heften, um sich an ihm zu rächen. Was genau damals passiert ist, erfahren wir dann hier in Vicious. Das passt so in diese Dark Academia-Richtung, weil jetzt am Anfang und halt in dieser Zeit, in der Victor und Eli diese Experimente durchführen, an dieser Schule spielt. Und es hat halt genau diese Dark Academia-Vibes. Man hat hier aber auch sehr große Teile der Story, die halt eben nicht mehr an der Uni spielen und die auch ja, ein bisschen andere Richtung gehen. Und ich würde sagen, deswegen ist das Buch vielleicht auch für jemanden geeignet, der gar nicht so richtig weiß, ob das Ganze was für einen sein könnte. Und da würde ich sagen, kann man ganz gut mit testen. Ebenfalls ein Buch, das ich jetzt dieses Jahr gelesen habe und sehr geliebt habe, das wird eins meiner diesjährigen Jahreshighlights definitiv werden, ist von Aaron Morgenstern, Das sternenlose Meer. Das ist die deutsche Hardcover-Ausgabe. Jetzt erscheint das Ganze, ich glaube, diesen oder nächsten Monat auch im Taschenbuch auf Deutsch. Das ist vielleicht auch nochmal ein schöner Anreiz, in das Buch mal reinzuschauen. Und ich bin einfach immer noch so sehr in dieses Buch verliebt, dass mir immer noch die Worte darüber fehlen. Und das hat auch so ein ganz kleines bisschen Dark Academia, weil es besonders am Anfang. Wir treffen hier in diesem Buch auf Zachary Ezra Rawlins, der gerade eigentlich an seiner Abschlussarbeit im Bereich Game Design, glaube ich, schreiben sollte. Er drückt sich so ein bisschen darum und geht gerne in die Bibliothek in seiner Universität. Und dort findet er ein Buch mit einigen Geschichten, und dieses Buch ist auch nicht so richtig aus dem Bibliotheksbestand oder scheint dort nicht so richtig hinzugehören. Und er entdeckt dann eine Geschichte dort drin, die seine eigene ist. Und er möchte dann halt herausfinden, was es mit diesem Buch auf sich hat. Die Abenteuer, die er dann durch dieses Buch erlebt und was sich dann da alles noch auftut, das ist so wahnsinnig fantastisch und wunderbar gemacht, dass ja, ich bin einfach immer noch begeistert und sprachlos, wenn ich über dieses Buch reden soll. Gerade am Anfang hat es auch diese Dark Academia-Feelings, weil es halt schon irgendwo düster ist, diese Intelligenz und das alles, das Studieren und alles andere halt auch sehr im Mittelpunkt steht dabei. Und es hat halt auch diese typische Atmosphäre und Ästhetik. Ein weiteres dieser Bücher, das ebenso wie Das sternenlose Meer
in die Kategorie Highlights bei mir fiel, aber schon letztes Jahr, und das auch nur aufgrund seiner Atmosphäre hier drauf ist, ist Susanna Clarks Piranesi. Piranesi ist eine recht kurze Geschichte von der Autorin von Jonathan Strange und Mr. Norrell und handelt hierbei um den jungen Mann Piranesi, der in einem seltsamen Haus wohnt. In einem Haus mit hunderten Zimmern und Fluren und das ein eigenes Wetter hat, in dem abertausende Statuen stehen. Statuen, die sich immer wieder unterscheiden und die immer andere Sachen abbilden. Piranesi ist eigentlich allein in diesem Haus und er weiß das auch. Doch dann passiert es ihm, dass immer seltsamere Nachrichten auftauchen über einen sogenannten anderen. Und er will unbedingt herausfinden, wer dieser andere ist und auch, was es mit diesem Haus auf sich hat. Und dann zum Schluss auch, wer er eigentlich ist und auf was er dort trifft. Das konnte schon an die Grenzen seiner eigenen Vorstellungskraft gehen. Ich habe dieses Buch so sehr gemocht, denn es war einfach fantastisch und diese Atmosphäre, dieses leicht Gruselige, dieses Mysteriöse dort drin, auch das passt eben sehr gut zu diesem Dark Academia Feeling und ist aber wirklich nur im allerweitesten Sinne und nur aufgrund der Ästhetik auf dieser Liste. Und jetzt kommen wir zu den Büchern, die ich auf diese Liste gepackt habe, weil sie enorm spannend sind und sie entweder schon in meinem Regal stehen oder noch auf meiner Wunschliste sind. Und die ersten drei, glaube ich, ja, die ersten drei blende ich euch ein, weil ich die noch nicht hier habe. Aber ich will sie euch dennoch vorstellen. Denn die erste Geschichte, die man im weitesten Sinne zu Dark Academia auch noch mitzählen kann, dass es geht eher so hier in die Vicious-Richtung und so weiter und so fort, ist Raven Boys von Maggie Stiefvater. Da gibt es jetzt im November, glaube ich, eine Neuauflage der kompletten Reihe. Die erscheint bei Knauer und kommt nochmal in einem hübschen Schuber daher mit den englischen Covern, die ich sehr gerne mag. Und in dieser Buchreihe geht es um die junge Blue. Blue ist eine Seherin und sie empfängt jedes Jahr im April die Seelen derer, die bald sterben werden. Bisher konnte Blue immer die nur hören und nie sehen. Doch dann, in diesem Jahr, passiert es, dass sie die Seele eines Jungen sehen kann, nämlich die von Gensi. Und dass Blue ihn sehen kann, wirklich, kann nur bedeuten, dass sie selber etwas mit seinem Tod zu tun haben wird. Diese Buchreihe ist ganz häufig auf den Listen von den Dark Academia Büchern im englischsprachigen BookTube aufgetaucht. Ich bin mir selbst nicht so ganz sicher, warum. Und ich hoffe, dass ich das dann im November rausfinden werde. Denn ich habe von Maggie Stiefvater zwar schon ein paar Bücher gelesen gehabt, aber nie diese Reihe. Mit der Mercy Falls Reihe, die mit den Wölfen. Da bin ich irgendwie beim dritten oder vierten Buch abgebrochen. Ich weiß auch nicht warum, da habe ich dann nicht mehr weitergelesen gehabt. Und ich will es aber nochmal mit der Reihe versuchen, denn irgendwie spricht die mich jetzt doch mal an. Da möchte ich euch ein Buch vorstellen, das es im Deutschen, glaube ich, nur noch als E-Book gibt, aber im englischsprachigen BookTube gerade so rumgeht, dass es mich nicht wundern würde, wenn es das vielleicht doch nochmal in gedruckter Variante gibt. Ich würde mich sehr darauf freuen, denn das ist Das verborgene Spiel von M.L. Rio und im Englischen heißt das Ganze If We Were Villains. Und hier geht es um sieben Freunde und einen mysteriösen Todesfall. Oliver Marx ist Student an einer Uni und der ist am renommierten College für Schauspielerei, dem Delacher College. Und er bekommt aber irgendwie immer nur die Nebenrollen. Er ist eigentlich ganz glücklich dort und er ist dort in so einer abgeschiedenen Welt. Flackernde Kaminfeuer, ledergebundene Bücher, also halt das typische Dark Academia-Feeling in reinst Form. Und die sieben Studenten seines Jahrganges sind eine eingeschworene Gemeinschaft. Sie sind besessen von der Schauspielerei und noch mehr besessen von Shakespeare. Die Typen, die sie auf der Bühne spielen, also die Rollen, die legen sie auch im Privaten nie wirklich ab. Sie sind entweder Mitläufer oder Verführer, Helden oder was sie halt eben gerade spielen. Der charismatische Richard gibt am meisten die unberechenbaren Tyrannen. Doch eines Tages treibt dann einer
der Freunde tot im See des College. Und die anderen stehen vor einer schwierigen Wahl. Sollen sie der Wahrheit ins Auge sehen oder weiter gegen sie anspielen, als wären sie auf der Bühne? Das klingt so wahnsinnig spannend. Ich bin versucht, mir das E-Book zu holen oder halt einfach das englische Buch zu lesen, denn da ist das Cover auch ganz nett. Ich bin ja bei englischen Büchern eher im Jugendbuchbereich so ein bisschen, da fühle ich mich ein bisschen wohler, weil ich das besser lesen kann. Aber das Buch reizt mich doch sehr. Also da ich jetzt gerade so richtig in der Stimmung für diese Bücher aus dem Bereich bin, könnte ich mir vorstellen, dass ich mir das auch noch zulegen werde. Und das geht schon so eher in die Richtung von Donnert Hart, die geheime Geschichte, und auch Lesson in Vengeance passt da auch wahnsinnig gut genau da rein. Und ich würde sagen, dass If We Were Villains, also wenn man eins der beiden Bücher mochte, wahrscheinlich auch genau in dasselbe Beuteschema fällt. So, dann habe ich noch eins, das ich einblenden möchte. Und zwar ist das auch schon auf Deutsch erschienen. Ich weiß auch gar nicht, ob es das noch neu gibt. Aber es sind, glaube ich, auch nur 2 oder 3 Teile der Reihe erschienen und nicht alle. Und zwar ist das die Reihe um Philory der Zauberer von Lev Grossman. Im Englischen heißt die The Magicians. Und da gibt es auch eine Fernsehserie dazu, die, glaube ich, auf, jetzt muss ich überlegen, Amazon Prime läuft, nämlich nicht auf Netflix, da läuft die andere mit dem Magiern und der Schule. Und zwar geht es in Philory der Zauberer um Quentin Coldwater, der kurz vor dem Abschluss der Highschool steht und sich die Colleges angucken muss und sich darüber klar werden muss, was er denn eigentlich mit seinem Leben anfangen möchte. Die Schule an sich langweilt ihn aber leider und ihn langweilt eigentlich alles, außer halt Fillory, das magische Land, das fantastische Land, das er aus seinen Büchern kennt. Und doch plötzlich findet sich Quentin, als er sich halt Colleges anguckt, der eben gerade noch durch Brooklyn dort gelaufen ist, selbst in einer magischen Welt wieder, und zwar an der geheimen Zauberschule des Breakbills College. Auch Fillory gibt es dort wirklich. Und es ist keine heile Welt, wie er sie kennt aus seinen Büchern, sondern ein sehr düsterer Ort, von dem eine enorm schreckliche Bedrohung ausgeht. Quentin und seine neuen Freunde, die er an dem College dort gewinnt, begeben sich auf eine gefährliche Reise und müssen sich einem alles entscheidenden Kampf stellen. Eine sehr interessante Prämisse, und ich habe da die Serie angefangen zu schauen. Die erste Staffel habe ich geguckt und dann dachte ich mir, ich möchte doch lieber die Bücher lesen. Und dann ist mir aufgefallen, dass es die im Deutschen nicht mehr alle gibt und beziehungsweise nicht alle übersetzt wurden. Und jetzt versuche ich mich noch dazu aufzuraffen, dass ich die auf Englisch lesen möchte, denn das hat mir wirklich gut gefallen, obwohl das am Ende hin enorm düster und brutal wird. Aber das ist ja teilweise genau mein Ding. So, und dann habe ich noch 3 Bücher, die ich auch noch nicht gelesen habe, die jetzt aber auf meiner Leseliste stehen für die nächsten Wochen. Ich weiß noch nicht, ob ich die alle jetzt im Oktober schaffen werde. Das sind alles nämlich 3 englische Bücher. Davon ist ein schon auf Deutsch erschienen und das andere kommt Anfang nächsten Jahres auf Deutsch raus. Nehmen wir aber erstmal das, was es bisher nur auf Englisch gibt, nämlich The Devil Makes Three von Tori Bovelino. Das war in einer meiner Illumi-Crates drin, die auch zum Thema Dark Academia passte, nämlich das war das Monatsthema dabei. Es ist im Übrigen ein wunderschönes Buch. Ich mag die Bücher aus den Illumi-Crates immer sehr gern. Und in diesem Buch geht es um 2 junge Schüler, die in ihrer Schulbibliothek, also beziehungsweise in so einem abgeschlossenen Raum ihrer Schulbibliothek, ein Buch finden und dabei versehentlich einen Bann brechen und den Teufel in ihre Welt lassen. Sie müssen dann irgendwie das schaffen, diesen Teufel wieder zu bannen und damit klarkommen, dass der Teufel halt auch wirklich über Leichen geht, um zu erreichen, was er haben möchte. Ich bin sehr gespannt drauf, wie düster das hier drin sein wird und wie viel Bibliotheksfeeling drin ist, denn das mag ich ja mal sehr gern. Das nächste Buch spielt wieder in einem Internat und es kommen wieder Morde drin vor. Und zwar ist es Magpie Society von Zoe Sack und Emmy McCulloch. Das Ganze ist auch im Deutschen jetzt schon erschienen, hat dasselbe Cover und heißt, glaube ich, auch Magpie Society, wenn mich nicht alles täuscht. Ich verlinke euch die richtigen Titel aber unten in der Infobox. Also ich werde da
hinschreiben, wie sie alle auf Deutsch heißen. Und in diesem Buch geht es um Audrey Wagner, die neu nach Illuminhall kommt. Das ist so ein bisschen seltsam für sie dort, denn sie versteht nicht, warum die Schüler dort alle durch die Gänge laufen, als hätten sie Angst vor irgendwas. Und außerdem kommt Audrey nicht so ganz mit ihrer neuen Zimmernachbarin klar, denn das ist Ivy Moorsang, die in Illuminhall wirklich zu Hause ist. Also die fühlt sich dort wahnsinnig wohl und sie hat eigentlich große Pläne für dieses Jahr und ihr passt das so gar nicht, dass sie eine neue Zimmernachbarin bekommt, denn ihre alte ist letztes Jahr gestorben. Und eigentlich sollte die Schule ganz normal weitergehen und das, was letzten Sommer passierte, sollte nie wieder erwähnt werden. Doch dann gibt es einen Podcast, der den ganzen Fall wieder aufrollt und der behauptet, ich weiß, wer Lola umgebracht hat. Und wenn ihr nicht aufpasst, ist einer von euch der Nächste. Das klingt so ein bisschen wie eine Mischung aus One of Us is Lying und einer Internatsgeschichte. Und da bin ich recht gespannt drauf und ich liebe dieses Cover. Ich bin so froh, dass sie das im Deutschen übernommen haben. Ich mag das sehr gern. Und darauf freue ich mich auch schon sehr. Ich hoffe, dass es so ein bisschen in die Richtung von der Lesson and Vengeance geht. Bloß wahrscheinlich nicht ganz so Dark Academia-Feeling-mäßig, denn da war es doch sehr darauf ausgelegt, die Atmosphäre zu schaffen. Hier glaube ich, dass das Mystery, Murder Mystery mehr im Fokus steht, aber auch das gefällt mir ja richtig gut. Deswegen wird es bald auch gelesen von mir. Und dann komme ich noch zum letzten Buch für dieses Video, nämlich ein Buch von Cass Morgan und Danielle Page, The Ravens. These sorority girls are real witches. In dieser Geschichte bewegen wir uns in einem College in Savannah in Georgia. Dort ist es so, dass es verschiedene Bruderschaften, Schwesternschaften gibt und unter anderem gibt es da die Rabenschwestern bzw. The Ravens. Diese Schwesternschaft umgibt ein Geheimnis, denn es erscheint halt nach außen hin wie eine normale Gemeinschaft, aber eigentlich sind es alles Hexen. Wir folgen hier zwei jungen Frauen, einmal Scarlett, die eigentlich dazu gemacht ist, den Ravens vorzustehen, denn das war schon bei ihrer Mutter so und ihre Schwester war auch Vorsitzende der Ravens und sie will das unbedingt und sie ist halt auch in dem Wissen aufgewachsen, dass sie eine Hexe ist. Und die andere, der wir folgen, das ist Vivi und Vivi kommt neu dort mit an das College und weiß eigentlich gar nicht, dass sie eine Hexe ist, aber sobald sie das herausfindet, möchte sie alles dafür tun, um in dieser magischen Gemeinschaft zu bleiben und sich dort zugehörig zu fühlen. Aber die Einzige, die ihr dabei im Weg steht, ist ausgerechnet Scarlett, denn die ist der Meinung, dass Vivi absolut nicht zu den Ravens passt. Doch dann passiert etwas auf dem College und die Ravens müssen zusammenhalten, da es sonst ihnen an den Kragen gehen könnte. Auf das Buch freue ich mich auch schon wahnsinnig. Es ist auch wieder ein wunderschönes Buch. Ich habe in diesem Video gefühlt nur hübsche Bücher in die Kamera gehalten. Das freut mich immer sehr. Und das lässt immer mein Sammlerherz so hochschlagen. Und dieses Buch wird im Februar, glaube ich, nächsten Jahres auf Deutsch erscheinen, unter dem Titel Der Club der Rabenschwestern. Und ja, ich freue mich auf dieses Buch genauso wie auf die anderen, die ich noch nicht gelesen habe. Und damit habe ich euch eine enorm lange Liste von Dark Academia Büchern vorgestellt. Ich hoffe, ihr konntet irgendwas für eure Wunschliste finden und vielleicht auch was, was ihr in den nächsten Tagen lesen wollt, in der Zeit, in der es auf Halloween zugeht. Wenn ihr eines der Bücher schon kennt oder wenn was davon auf eurer Wunschliste gewandert ist, dann lasst es mich doch gerne mal unten in den Kommentaren wissen. Darauf freue ich mich sehr. Und vielleicht können wir uns ja über das ganze Dark Academia Thema ein bisschen austauschen. Das würde mich auch sehr freuen. Und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei dem Video, genauso wie ich. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich hoffe, wir sehen uns bald in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis dahin. Tschüss.